Was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Und wir haben hier heute von Glorious PC Gaming Race eine Matte bekommen. Die werden wir mal heute testen und ein kleines Review dazu machen. Ich habe heute noch eine zweite. Also Link zu PC Gaming Race ist unten in der Beschreibung. Habe ich zufällig entdeckt und die haben uns halt freundlicherweise eine Matte geschickt. Das Besondere ist halt, dass es eine Stitched Edges ist, also die, der Rand ist, ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch nennt. Ja, das schaut auf jeden Fall sehr geil aus. Ich würde sagen, die ist auch ein bisschen schwerer als die normalen Matten. Ein bisschen stabiler. Oberfläche ist echt schön. Ja, die ist jetzt schwarz. Ich weiß nicht, was für noch für Farben die hier haben, aber ich denke mal, verschiedene. Fühlt sich echt gut an. Leg mal das Deck drauf. Leg mal ein paar Karten drauf. Ich denke. Ich spiele gar nichts auf der 6. Ja, du spielst 6, bist du ein Raiden für 2er. Schönes Material. Kommt die, ist die willkommen bei dir. Sag mal, das Logo noch was? Glorious PC Gaming Race? Nein, ich glaube, sowas spielst du halt so, weil es ist echt top. Das hat die Frage, ob es doch mal mit irgendwelchen, keine Ahnung, mit welchen Bildern oder irgendwas gibt, aber das könnte dann auch in der Seite mal aufzählen. Oder die anderen Farben. Das Material ist echt gebaut. Gut verarbeitet und gut aus. Hast du vielleicht eine andere Matte noch? Für Größenvergleich und so? Ja. Ich denke, als Combo-Fan oder Bluetooth ist das richtig schwer zu brechen. Und diese Standardmatte? Vergleich viel leichter. Von der Größe her eigentlich identisch. Selbe Größe, ein bisschen, ja. Ein bisschen kleiner, aber das ist eigentlich fast dasselbe. Ja, wegen den Rändern, halt, wegen dem doppelten Rand da. Die ist auch ein bisschen dicker. Ja. Als die. Also spielt zwei Unterseite ist eigentlich rechts identisch, aber dicker, stabiler. Und schau, da, genau. Der Gang geht halt auf. Da Franz ist jetzt auf, ja, genau. Mit der Zeit. Ja. Hier wahrscheinlich, eben nicht. Ich denke mal, mit der Zeit, nach Jahren wahrscheinlich schon, aber jetzt kommt gut aus. Ja. Auch wenn man sieht, die Farbe ist schön schwarz, kein Vergleich. Nein, ist auch gut, aber gute Matte. Ich glaube, das Bessere ist. Thanks to Glorious PC Gaming Race for the Matte. Check out the site, alle Links unten in der Beschreibung, check die auf jeden Fall ab. Nochmal danke an die. Und wie immer, checkt unsere anderen Videos ab, liken, subscriben, kommentieren und ciao.